Let's go. Auf geht's in einen weiteren Hausflipper-Stream. Und ich habe immer noch nicht herausgefunden, ob wir das Haus, was wir gerade außerhalb der Aufträge, die wir so kriegen, als Büro herstellen, ob wir das behalten können oder ob wir das dann verkaufen müssen an die Investoren. Wir werden sehen. Und diese eine Säge in dem Logo ist ziemlich falsch. Da fehlt der Griff. Hat man vergessen, den Griff zu animieren. Ja. Wir setzen das Spiel fort. So sieht unsere Bude schon lange nicht mehr aus. Platz für eine Bücher. Das ist weiterhin unser Haus. Ich weiß nicht, ob wir das mal irgendwie, ob wir das selber upgraden können, ob wir das Haus, was wir hier der Motivationsspruch am Anfang. Gut, hier haben wir wieder Aufträge. Finde ich wie immer gut, ist, dass ihr das aktuelle Datum die Uhrzeit anzeigt. Nicht ganz, das geht eine Minute zu. Nicht, das ist schon 18:40. Ah, jetzt. Verlassenes Haus. Das ist das, was wir gerade renovieren. Für entweder Kunden oder für uns selbst. Ich habe das jetzt mehr oder weniger, ja mehr, als eigenes Büro eingerichtet. Deswegen ja, hier muss noch was gemacht werden. Geld haben wir denn gerade? Ja, ich glaube, wir können hier wieder einkaufen. Zumindest mal das Zimmer mal hier herrichten. Wie war das? Den Stuhl brauchen wir. Ein Tisch steht schon dort. Büro. Data Points. Okay. Ein schön Gaming-Stuhl. Aha. Und natürlich teure Technik. Elektrische Ausrüstung. So, warm was. Schön Flat Screen. Unterhaltung natürlich hier. So muss das.
schön gegen das Fenster. Ist eigentlich nicht so gut, wenn man gegen das Fenster. Vielleicht können wir noch was gegen das Fenster tun. Das große Fenster nach rechts und das hier raushauen. Oder hier noch so daneben machen. Können wir das irgendwie bewegen? Wir verkaufen es erstmal. Fenster. Da würde ich ja natürlich erstmal den kleineres reinmachen. Was haben wir hier für Fenster? Das lässt sich auch irgendwie nicht öffnen. Und dann schon ein öffnbares Fenster. Fenster, Fenster. Wen schon richtig? Fenster Kevin. Das wär doch was. Sehr schön, jetzt können wir hier lüften. Ich noch ein kleines Deckenfenster irgendwie. Muss man da nochmal irgendwie nicht so ein großes, sondern so ein kleines. Durch das Licht reinkommen kann. So eins hier. Also ein Toilettenfenster hier oben noch. Lässt sich erschreckenderweise nicht öffnen. Also ich denke, ich brauche auf jeden Fall noch eine Stehlampe. Farbe gleich noch mal, um die Fensterdinger anzumalen. The Human Rainbow, hallo. Willkommen. Willkommen im Stream. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Man kennt sich von Discord. Ich richte mir hier gerade mein eigenes Büro ein. Hoffentlich. Ist nicht ganz klar, ob wir das wieder verkaufen müssen oder ob wir das behalten können. Lichter. Hier. Eine hübsche Stehlampe brauche ich hier noch. Auf jeden Fall. Wir machen gleich wieder Aufträge, also. Aber ich bin hier nur mal ein bisschen, wenn wir gerade Geld haben. Gibt es da irgendwie eine fancy Stehlampe, die da irgendwie die Stehlampen und was ganz fancyes Buch hier? Morient, nee, nicht wirklich. Tischlampe auch nicht. Nee, keine Tischlampe. Wie groß ist die? Naja. Aus dem eher einer anderen Farbe. Ich würde mal so ein bisschen schönes Rotlicht hier. Ein blaues Licht hier reinbringen. Ja. Streaming Atmosphäre im Hintergrund. Gut, was haben wir noch? Hm.
Laptop brauche ich dann eben noch. Erstmal ein Gaming-Rechner brauche ich dann noch natürlich. Gehört hier natürlich auch noch mit dazu. Ups. Unter den Tisch gestellt. So, elektrische Ausrichtung. So ein altes Telefon. W-Scheintelefon. Durfte Präsident von an. Ein rotes Telefon. Was hätte wie das Tier? Ja, wir können es in Rot haben. Sehr schön. Ein rotes Telefon. Russland anruft. Bilaterale Gespräche. Notfallkrisensituationen. Telefon. Nein, verkaufen wir noch nichts. Wir verkaufen nichts. Ein Aquarium. Wäre mal gut für den Wartebereich. Jetzt habe ich keinen Platz. Vielleicht irgendwann, wenn wir einen großen Wartebereich haben. Bis Netflix offen haben. Für die Kunden zum Gucken. Gut. Ein Monitor an der Wand, das wäre interessant. Das reizt sich ziemlich stimmt's. Nehmen wir so einen normalen hier, so ein. Schönes Schwarz. Der ist aber winzig. Sieht jetzt fast aus wie bei mir. Der Stuhl ist ein bisschen luxuriöser. Ich habe auch keinen zweiten Bildschirm. Ich habe einen Laptop hier als Kontrollbildschirm. Facecam ist drauf, aber die benutze ich kaum. Wenn ich mal im Jahr zu Gamescom, vielleicht dann irgendwie mal zum Silvester-Stream dann auch mal vielleicht irgendwie. Meistens aber auch nicht. Gamescom. Gamescom, das ist da mit Molly gemeinsam, das ist da. Da wird meine Facecam mal wieder aktiviert. Unter den sehr seltenen Reaction-Streams, die ich mache. So, Mikro. So, moin, willkommen zurück. Tastatur fehlt natürlich noch. Mikro schon besorgt und die Tastatur noch nicht da. Das ist immer typisch. Die Tastatur. Eine Maus braucht es natürlich noch.
schnitt gegen die Maus. Wie groß ist das, die Tastatur? Und ein paar Kopfhörer, damit ich auch das höre, was hier passiert. Ja, nehmen wir hier diese Kopfhörer oder nehmen wir die hübschen Katzenohren. Ja, die hier spricht der Tatsache. Oh nein. So. Kleinen Ventilator haben wir nicht. Schade. Ein Tischventilator, wie ich hier meinen stehen habe. Eine kleine Pflanze. Ich sagte eine kleine. Deko, Pflanzen, so ein kleines Pflänzchen auf dem Tisch. Bei mir ist es aus Lego, aber trotzdem. Ja, genau. Gibt es denn auch einen kleinen? Diese Rudo-Dinger waren relativ klein. Sagt er. Deko. Kamine gibt es ja auch noch. Eine kleine Linie. Es ist so, ich wollte einen kleinen Buchstrauß hier. Gut, liegt aufs Fensterbrett. Nee, dann lassen wir es. So. Ja. Okay. Was auch immer das da ist. Wir haben offensichtlich keine Beine. Ja, macht Sinn für einen Streamer. Das ist ein Streamer. Welches Thema hat schon Beine? Joa, dann brauche ich natürlich noch was für die Arbeit. Hier ein bisschen Bürozeugs, weil ich natürlich nicht nur Streamer bin, sondern auch irgendwie Hausrenovierungen mache. Büro. So einen hübschen Aktenschrank. Ich wollte hier so. Ne, die Steckdose darf es natürlich nicht versperren. Muss halt irgendwie. Steht ziemlich schräg.
Na, guck mal, zur Steckdose kommt man immer noch. Beugt man sich ein bisschen drüber. Gardinen natürlich noch, damit man hier nicht mit reinbluten kann. Fenster, Vorhänge. Das hätte ich gern hier, bin glücklich. Okay, ist nicht möglich. Und hier brauchen wir was Größeres. Fenster. Läuft schon wahrscheinlich auf sowas hinaus. Oha. Hab das noch größer? Was ist passiert? Ach so. Muss ich jetzt anbringen. Ja, so muss das. Tun wir da noch was hin? Kriegen wir scheinbar nicht. Ist es dann hier noch Bürobedarf? Das so aussieht, jetzt muss ich arbeiten. Nichts drin, aber Büro, was brauchen wir jetzt hier noch? Kleinen Tisch daneben würde ich noch holen, dass man sich da so ein bisschen dass man so sagt, dass man sich da hinstellen könnte. Hier so ein Tisch noch so neben die Tür. Man so Pläne ausbreiten kann und dann so mit dem Kunden auch besprechen kann, dann hier noch eine gemeinsame die Tür geht nach außen aus und nach innen geht beides ist eine Kneipentür. So, Deko. Noch eine hübsche Rose. Ah, ja. Thank you.
wunderhübsch. Würde ich ja noch das hier nehmen. Nee, nicht auf dem Tisch. So eine kitschige Statue ist noch dazu. Ein Bild noch und brauchen wir dann dringend. Hundestatue. Wir haben es doch auch einen kleinen, oder? Ja. Bilder noch an der Wand. Ist denn hier von Häusern? So ein Bild, was für mich schreit. Wir kümmern uns um euer Haus. Vielleicht in Lila. Der Rahmen. Nehmen wir doch hier mal ein Blau. Direkt über den Tisch, während man hier die Pläne für die Sachen beobachtet. Fantastisch. Können wir hier noch irgendwie so einen Plan auf den Tisch legen? Noch Papiere. Noch Luktopapier. Ist so dunkel hier. Ja. Dann aus. Ja. Vielleicht noch irgendwie ein hübsches Bild über ihm, obwohl das war ich bei mir auch nicht. Über dem PC, das da hat doch eh keiner drauf. Wandrust. Kamin, ewige Dunkelheit. Das wäre für die Großen mal was Tolles. Wo soll hier noch ein Kamin hinpassen? Irgendwie noch ein Schild, wo hier Boss drauf steht. Über den Eingang.
so, wo die dann die Farbe raus, die Malerfarbe. Farbe, 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 Farbe haben wir hier. Hoffentlich dieselbe wie das der Rest. Warme Pflaume war das doch, oder? Ja, scheint hinzuhauen. Und das war ein anderes. Ja. Verschiedene Wandfarben. Ich glaube, da habe ich einmal Twist genommen. Natürlich gleich eine große. Warum nicht? Sehr schön. Farbe umsonst gekauft. So, was machen wir jetzt hier mit? Auch blau malern, weil da der Text drin ist. Ich habe gerade irgendwas im Auge. Merkwürdig. Decke blau streichen war jetzt nicht so die beste Idee. Vielleicht können wir die mal wieder weiß machen. Und hier auch. Macht man eigentlich nicht. Dicken lässt man schön weiß. Färbt die nicht mit ein. Habe es, glaube ich, auch schon bei Kunden bei Aufträgen gemacht. Schönes Kristallweiß. Können wir mal schnell ändern. Sonst wirkt das sehr erdrückend. Wenn die Decke eine dunkle Farbe hat. So, hier und dort sieht es eher ein bisschen milchig gelb aus, aber da wirkt der. Da wird die Decke gleich viel höher. Und definitiv nicht so erdrückend. Hier wird auch nie was abgeklebt. Finde ich auch mal beeindruckend. Mal dann ohne was abzukleben. Hier seht, das ist doch eindeutig, dass hier noch ein bisschen Luft nach oben. Weniger drückend, als wenn man Decke blau oder lila färbt. Das gilt auch für hier. Ja, schaut mal in eure Wohnung nach oben. Wenn ihr irgendwelche oder farbige Räume habt. Weil bei mir ist jetzt hier auch eher alles weiß. Das tut man einfach nicht. Die Decke ist. Vielleicht mal Wände oder so, aber
Niemals die Decke. Wenn doch, weil ich das so ist, dann sollte ich da mal drüber nachdenken. Das ist ein bisschen. Das macht für die Psyche nichts Gutes, wenn man dann die Decke. Eine Decke niedrig wirkt. So, hier kriegen wir auch noch eine gute Küche. Vielleicht nicht in Pink. In Lila. Ist Platz schwarz. Man sich hier ein bisschen was zubereiten kann. Und Durchgang zur Toilette. Ja. Müssen wir es aber erstmal anschließen, oder? Das läuft der Wasserhahn nicht. Ach, sind hier sind überall noch Glassplitter. AKA Schaben. War hier nicht mal eine Tür drin? Hier keine Heizung dran. Heizung. Montiert. Im Lichtschalter, wie er hier sein müsste. Dazu bräuchten wir erstmal Licht. Deckenlampen in der Küche. Hier der Standard. Hängt ziemlich tief. Darf nicht zu groß sein. Joa, die Wände. Sind hier immer noch Kakerlaken? Sind hier keine Glassplitter mehr? Die Wände. Das können wir noch nicht. Fußboden verlegen können wir noch nicht. Nehmen wir erstmal Farben. Welche Farbe nimmt man für die Küche? Ein appetitanregendes Gelb. Erstmal die Kakerlaken zerstören.
Ist ja blöd, dass man die nicht sieht, wenn die Glasscherben sind. Wo treiben die sich denn rum? Okay, da muss ich vielleicht nochmal den Herd wegschaffen. Und danach nochmal neu kaufen. Ich will die echt nicht einschalten müssen. Ich kann das nämlich nicht. Kein Granatennest zerstören. Oh, bitte nicht. Okay, ich sehe das so nicht. Wo war das hier Spiel? Ich habe eine Phobie gegen die Viecher. Na komm. Wo ist das Kakerlakennest? Sehe ich aber nichts. Jetzt ging mit dem Hammer gegen die Wand hauen, dann haben wir hier wieder. Dann kommt das Kakerlakennest raus. Uah, nein. Uah, mit der Gedanke daran. Das mache ich mit einem Stück. Nee. Ich habe schon so einen Verdacht, wo das Nest ist. Das tue ich mir nicht an. Wohin führt diese Wand? Jetzt eh noch mal eine neue Wand. Offene Küche. Da war kein Kerkenakennest drin. Ach, hier das Bild von der Wand natürlich, die wir gerade eingerissen haben. Die Wände sehen ziemlich marode aus. Wir bauen einfach die Wände neu hier. Kann man sicher sein, dass das hier. Seine Ordnung hat.
Wände neu aufbauen, dann kann da kann nichts schief gehen. Ja. Neue Wände rein. Wir müssen erstmal die Wände rein, dann kann die Tür da rein. Türen, Türen, Türen. Schöne Badtür hier noch reinmachen. Badezimmertür. Ah ja, die können wir einzeln entfärben. So, vielleicht jetzt sag nicht, es geht keine Tür rein. Muss ich wieder abreißen. Um hier eine Tür aufzubauen. Ist eins zu breit. Okay, den müsst ihr andersrum. Genau. So, die Wände hoch. Hoch die Wände, Wochenende. Thank you.
Ne, fertig jetzt gut. Juhu. Okay, das Licht von hier auf jeden Fall los. So, könnten jetzt noch Schaben sein. Können wir jetzt mal malern? Ah ja, sehr schön. Nachdem wir den Bänder rausgerissen haben. Ein sonniges Gelb in der Küche. Doch die Wand weiß lassen, damit man jeden Fettfleck sieht. Freimaurer, okay. Das war aber was anderes. Baukosten werden halbiert. Mit den Illuminaten habe ich nichts zu tun. Ein bläuliches Kristallgelb, weiß. Wie die Decke. Machen wir das mal auch hübsch, damit das nicht so unappetitlich in der Küche aussieht. Einfach die Schimmelflecken übermalen. So muss das. Hier mal noch ein bisschen nachpinseln. Der Boden könnte noch ein bisschen was vertragen, aber den lassen wir erstmal so, bis wir die Fähigkeit haben, daran was zu ändern. Küche in die in das gelbe Zimmer. Nur orange, das passt doch rein. Wir brauchen noch einen Mülleimer. Genau so ein. Nicht vom Ofen. Das hat jetzt nicht wirklich einen Anschluss, aber tun wir mal so. Wir die Katastrophe noch hinkriegen.
eine Steckdose ist nötig. Dann wollen wir hier nochmal. Sehr großes Fenster im Bad, aber es lässt sich öffnen, ist die Hauptsache. Das Bad würde ich aber auf jeden Fall weiß. Weiß streichen, wenn wir die Fliesen auch noch nicht können. Können wir später machen. Farben. Das hier heißt weiß. Mal schauen, ob es so weiß ist. Die kommt über den Spiegel. Ah, wir brauchen noch ein Licht für die Decke. Oder auch nicht. Die Wand leuchten vielleicht. Okay, ich habe keine Ahnung. So vielleicht. Ja, seltsame Spiegelung. Hier brauchen wir noch irgendwas, was wir mit was zudecken können. Eine Jalousie. Montieren. So muss das. Und jetzt mal weiß die Wände. Bis wir da neue schon hier, bis wir auf Fliesen legen können. Das lernen wir noch. Ich finde, am Fenster sollte das Waschbecken sein. Kann man beim Händewaschen rausgucken. Sofern das geht. Wahrscheinlich eher nicht. Die Anschlüsse dafür vorgesehen sind. Das heißt, die Dusche muss dahin. Der Boden bleibt erstmal so. Gut. Dusche kann hier hin. Die hier rein. Ist die zu riesig? Eigentlich zu riesig, aber was soll es?
erstmal Kühlkapsel duschen. So muss das. Dieses mickrigste Klo daneben. Toilette. Sag ich ja. Können wir nicht. Daran wird er in die Dusche gepisst. Ein Waschbecken. Der Monteur am Werk. Ja. Ich kann nicht duschen gehen. Wenn Hauptsache drüber, dann geht das. Ist gar nicht überdimensioniert. Haus verkaufen? Ich will das Haus nicht verkaufen. Was soll denn der Mist? Ich würde es ihn gerne als eigenes Haus haben. Spiegel bauen wir noch. Okay. Passend zu der Dusche. Ja. Fantastisch. Lass mal so. Unser neues Büro. Sieht eine weiße Wand. Das geht ja noch gar nicht. Geht ja mal gar nicht. Okay, ne, erinnere ich mich noch daran, was er für Farmdaten. War das sanfte Brise? Ich glaube ja. Das kommt mir bekannt vor. Scheint so zu sein. Das
super hübsch, würde ich sagen. Hier kriegen wir vielleicht noch ein paar Gardinen hin. So, hier und hier. Gut. Noch eine ran. Beim Kochen muss auch nicht dazu gucken können. Ja, fürs Erste. Ist doch wunderhübsch. Stellen wir noch so eine riesige Statue vor die Tür, wie bei unserem Büro. Gar nicht protzisch. Trotzerisch. Geh zur Haus zur Renovierung. Okay, was hatten wir dort? Und das noch nicht abgeschlossen. Was war hier der Job? Bücher mal erledigt. Waren wir da fertig? Oh. Hier müssen wir noch was reparieren. Hier habe ich glaube ich gar keine Verschmutzung mehr gefunden. So das Ding. Okay, sehe ich wirklich beim besten Willen keine Verschmutzung mehr. Okay, kann man auf jeden Fall streichen. Königliches Blau. Dann unser Upgrade, jetzt kriegen wir das auch relativ schnell hin. War das nicht die das knallbunte Haus ihrer Schwester irgendwie, während sie im Urlaub ist, noch übermalen wollte? Wieder gut aussieht. Malt jetzt so eine dunkle Wand hin. Ja.
Seltsamer Geschmack. Vor allem in so einem dunklen Grau kennt man die Dicke. Ein Himmelblau an der Decke vielleicht schon, aber auch ein dunkles Blau nicht. Ich glaube, da fehlt uns das Geld für die Sachen, die wir brauchen, um es zu renovieren. Deswegen haben wir das abgebrochen. Okay. Ich sagte nicht die Decke. Obwohl das hier den Farben her irgendwo ein Emo-Zimmer wird. Wir haben doch hier gerade weiß gekauft. Ja. Okay. Ich werde hoffentlich verkaufen. Verschmutzung reinigen, die ich hier wieder nicht sehe. Okay. Gegenstände montieren. Doppelwelt Hermes. Hermes, du Kinderbrote. Schrank wieder. Schönes IKEA-Regal. Doppelte Kommode. Ist da kein Platz mehr dafür? Regal, noch Regal hier dazu. Okay. Okay, hier muss noch eine Heizung ran. Verschmutzung finde ich ja nicht. Oh, hier muss noch was montiert werden.
was blau gestrichen werden. Okay. Nein, nicht die Decke. Musst du da weiß einkaufen. Das Schlafzimmer blau zu färben ist tatsächlich keine so schlechte Idee. Das ist eine beruhigende Farbe. Streichen, streichen, streichen. Okay, neue Farbe. Im nächsten Kunden werde ich auch mal wirklich mit anderen Farben streichen können. Ich stehe mal, was anderes verkaufen kann, als er bestellt hat. Fenster reinigen. Ja, die sind mal wieder nötig. So eine Heizung. Montieren. So ein Bett. Ah ja. Ein Tisch. Ein sehr kleiner. Ein Stuhl dafür. Der Schrank. Hätten wir jedoch alles. Hier waren wir auch schon. Badezimmerheizung. Ja. Thank you.
Okay, hätten wir das auch. Küchen. Dann würde ich mal sagen, 99% des Auftrags erledigt. Ja. Batterie ständig gefunden, sollen sie selber waschen. So. Zehn neue Mails. Oh, ein Bunker. Machen wir wieder einen Bunker, oder? Weihnachtsputz ist auch mal toll. Hallo, wir, meine Frau und ich, haben ein Haus mit einem versteckten Bunker auf dem aus der Nachkriegszeit gekauft. Der Voreigentümer wusste dieses Potenzial nicht zu schätzen, machte eine Rumpelkammer daraus. Und es ist sehr an Sicherheit gelegen und das Wetter in diesem Teil des Landes verwöhnt ja auch nicht gerade. Im Fall eines Tornados oder von etwas noch schlimmerem möchten wir einen sicheren Ort haben, in dem wir einige Wochen in die Runden kommen, bis es wieder sicher wird. Gruß Stefan Martens. Wir machen wieder einen Bunker. Juhu. Gut, aber ich würde mal sagen, bevor wir hier Bunkerbauarbeiten machen, mache ich eine kurze Streampause, kurze Kaffeepause und dann mal auf Toilette gehen, Kaffee trinken, Viertelstunde Pause, bis gleich. Thank you.
Thank you.
So, da bin ich wieder zurück. Dann kümmern wir uns mal um den Bunker. Ah, hier ist er. Erstmal ins Haus einbrechen. Erstmal hier umgucken. Okay, hübsch hat man es hier. Hier müssen wir aber hin. Hinab in den Bunker. Oha, hier sieht es ja schon aus. Oh, vor mir, was hier stand, Klo. Habe ich mit aufgeräumt. Das Klo. Muss ein wunderes Klo. Herbringen. Warum ist das Klo hier unter dem? Ist doch hier eine Fallout steht hinter der Tür. Müsste man muss also man muss in den strahlenverseuchten Bereich hinaus, um auf Toilette zu gehen, weil das die Tür ist ja hier die Dachluke ist ja erstmal nur da, um da die schützt ja nicht. Das verschützt ist ja diese Tür trotzdem und reinführt in den Felsen. Ja, kann ich nur hoffen. Stahlregal für die Garage. Dachte, wir haben hier schon Stahlregal. Und Wandfliesen. Gasherd. Also Gegenstand verkaufen, ne? Gegenstand verkaufen. Wandfliesen legen. Keramikfliesen. Graues Quadrat. Können wir die jetzt mal legen oder? Das ist uns noch nicht möglich. Ah, Fliesen. Jetzt können wir die Fliesen legen. Darauf habe ich gewartet. Ah, ja. Jetzt lernen wir mal Fliesen legen. Das habe ich gebraucht. Eine neue Fähigkeit erlernt. Fliesenleger. Tipp gab es da gerade. Ein Paket fließen wäre nicht schlecht. Aha. Wie du meinst. Und ran hier. Wir haben aber nur hier noch nicht die Möglichkeit, das Paket zu besorgen. Jetzt wird hier erstmal gefliest. Ja, ich weiß, Spiel. Geht noch nicht. Ist nicht. Das Klo hier hinzubauen ist natürlich schon ziemlich. In den Eingangsbereich einzubauen ist natürlich ein bisschen blöd. A, stinkt es dann im Eingangsbereich. Und B, na gut, bei einem Sturm ist das, kann das, ja, kann man die Toilette noch nutzen dort, aber. Wenn es wirklich Radioaktivität ist und so, dann ist dann man die Arschkarte, kann man.
in einem Fallout-Bunker sitzt, kann man nicht baden gehen. Und ich bade nicht duschen die ganze Zeit. Nicht auf Toilette. Ein neues Tool dazu bekommen. Dann werden wir wahrscheinlich noch einiges lernen. Das fließende Ding wird nicht das letzte sein, was wir nehmen. Was wir lernen, meine ich. Neue Fertigkeitsmod. Hurra! Im Fließenden gelernt. Noch weiter aus Fliesengelege. Das einmal brauche ich noch. Sieht doch fast schon wieder hübsch aus. Den Stromgenerator verkaufen. Das wär's. Eine Toilette. Sieht doch bunkerlastig aus. Hier haben wir hier Licht. Können wir eine Decke zu machen? Die Decke oben. Sehr schön. Eine Dusche. Kann ja hier ablaufen. Sieht ja ziemlich luxuriös aus hier. Ja. Waschbecken noch. Ob hier wirklich sein die wirklich in dem im Vorraum. Das Badezimmer haben. Ja, da kann ich nicht helfen. Dann ist das halt so. Der Kunde kriegt, was der Kunde will. Durchlauferhitzer. Wo soll das noch hin? Ich weiß nicht mal, was das ist. Hier noch Schränke hin. Der macht sich hier wirklich im Eingangsbereich zu bequem. Ich habe keine Ahnung.
Schön neben der Dusche, damit das nass wird. Toilettenpapierhalter. Wir haben noch Toilettenpapier dazu. Was wäre denn schlimmer als was wär, das wäre im Bunker kein Klopapier zu haben. Joa. Haben wir hier alles. Nächste Tür. Was will er hier in der Küche? Das sieht ja wirklich fast wie ein, wenn da nicht der Deckel drin wäre, würde man es fast mit einem Bad verwechseln. Wenn die Leiter nicht wäre. Dann wäre es ja fast wie ein Haus ohne Ausgang. Okay, das Garagenregal. Bin gespannt, was hier draus wird. Wir werden einen Bunker schon mal nicht so verwenden, wie man einen Bunker verwendet. Okay, die Verschmutzung. Die Verschmutzung erkennen wir nicht, Meister. Damit meine ich nicht. Die Wände weiß. Okay. Bett mit Schublade. Hier will er ein Bett rein haben. Okay. Das Bad ist groß, das ist das Schlafzimmer. Okay. Und dann weiß. Okay. Ich frage einfach nicht mehr. Der will sich ganz zu Hause fühlen in seinem Bunker. Ich glaube, der hat andere Sachen mit vor, als er uns geschrieben hat. Der Bunker, das macht er nicht zum Katastrophenschutz, wie das hier aussieht. Es ist hier. Da wird ein kleiner Pornokiller draus. Hier steht wirklich auf der Tür hier. Voll Ortschat. Also erst hinter dieser Tür ist das. Vielleicht tut es das auch schon ein bisschen was. Ich weiß nicht so gut, kenne mich da nicht aus. Aber erst hinter den Türen ist es. Ist wirklich sicher. Und hier wahrscheinlich auch. Das führt wahrscheinlich in die Garage rein. Kommt eine Küche rein, das Zimmer, wie ich das sehe, und hier Lagerraum. Der größte Raum ist natürlich die Küche, nicht das Schlafzimmer. Verstehe nicht. Ja gut, das Schlafzimmer, das Badezimmer direkt neben dem Schlafzimmer, das macht schon irgendwie Sinn. Thank you.
Vielleicht kommt da eine andere Farbe hin, dann ärgere ich mich, dass ich das weiß gestrichen habe. Bett mit Schublade. Och. Hübsch hat das hier, hübsch war das hier. Machen wir es hier ganz, ganz bunt. Da ist noch eine Steckdose dran. Ach, zwei Betten. Okay. Hier beim Durchgehen. Und Hängeregal, vier Hängeregale. Okay. Das ist ein schief ranbauen. Stößt sich schon den Kopf, schön den Kopf mit dran. Muss halt andersrum schlafen. Oder man baut so ran. Das wäre auch logischer. Hängeregal. Ja, so irgendwie. Ist zwar da nicht ganz richtig, aber was soll's. Sieht ja heimlich aus. So, ist mal der Müll weg. Erstmal Licht an, damit ich alles sehe. Hier wurde schon ordentlich gesoffen. Okay, Verschmutzung reinigen. Alles klar. Gegenstand kaufen, also die Schränke sollen wir jetzt nicht verkaufen. Sollen da bleiben. Streiche mit Farben weiß. Ich würde mal eine Wand hier, würde ich mal sagen. Würde ich mal gerne was versuchen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Will ich mal was versuchen, wenn der Kunde das nicht will. So, hier. Werd mal anders. Was anderes machen. Ich denke ja, das können wir machen. Ich hoffe, ich habe das Budget dafür.
damit das im Bunker auch mal ein bisschen hübsch hat. Nicht nur weiß. Mit der, wenn in der Krise, wenn es dann, wenn die Welt auch auseinandergeht, dass man da, da wenigstens drinnen ein bisschen was zu sehen hat. Nee. Meine Weiß kaufe ich jetzt natürlich auch. Aber die eine Wand. Ich würde sagen, die hier. Ich hoffe, das reicht. Okay, da muss ich ein bisschen gucken. Rot, rot, orange, orange, gelb, gelb, grün. Passt nicht ganz. Versuch's erstmal. Die Wand ist ein bisschen zu groß. Zu klein ist sie. Jetzt sollten wir was bei dieser Wand machen. Orange, orange. Gelb, gelb. Grün, grün, blau, blau. Das könnte klappen. Da brauche ich noch einen dunkleren Blauton. Dann haut das hin. Blau. Nachtblau. Ein Angebot für den Kunden.
kann er sein Leben im Bunker ein bisschen verschönern. Und dann eine Absterbekammer. Ein bisschen mehr Farbe hat. Die anderen Wände kommen weiß. Das ist doch was, oder? Ein Regenbogen hier im Bunker. Man wird es mir danken. Wenn in der Krise dann auf einmal alles das Weiß auf einmal grau wirkt und alles wurde zerbombt draußen. Nur der Bunker ist der einzige Rückzugsort. Haben wir hier wenigstens ein bisschen Hoffnung. Ein Zeichen der Hoffnung hier im Bunker. Joa, streichen mit den Farben bei 70%. Da führen wir natürlich die Aufgabe jetzt nicht, aber lass den Farbe einmal mal noch stehen. Wir versuchen es einfach mal. So, Sachen kaufen. Verbandskasten. Wasserbehälter. Die kommen da daneben in die Ecke. 5 davon wieder haben. Ist aber noch kein Wasser drin. Container für Lebensmittel. Saure Gurken. Nüsse. Bis 2. November, aber Suppe im Einmachglas. Kauft du nicht selbst ein, müssen wir ihm einkaufen. Okay. 4 mal Nudeln. Reis. Nicht Weiß, sondern Reis. Ja, Nussbutter. Würde ich hier noch mit dazu stellen. Tomaten in der Dose. Ach. In der Not isst man, was man kriegen kann. Fleischkonserve. Blach. Tut das wird ja immer wilder. Und ein Tresor. Okay. Den stellen wir auch ins Regal. Passt irgendwo ins Regal.
nicht gut, wenn du irgendwo unerreichbar stehst. Nicht gehen geht auf diese wegen. Okay, hier noch die Axt hin. Die haben wir zum Tresor aufbrechen, falls man nicht gut vergessen hat. So, nächster Raum. Erstmal aufräumen hier. Aufräumen, Fertigkeitspunkt. Ja, ich will schon aufräumen. Schnellere Vergipsung. Mehr fließen. Mikrowelle ist kein Müll, das ja auch nicht. Hier ist noch was. Gegenstände verkaufen. Streiche mit der Farbe weiß. So die Küche werden. Okay, wenn es sein muss. Alles hier in weiß. Bin ich nicht der Freund von. Obwohl es ein Bunker ist. Okay, wo sind Verschmutzungen? Weg. Okay, streichen. Farbe weiß. Bunker streichen. Streich den Bunker, streich den Bunker, Bunker streichen, Bunker streich. Ich weiß auch nicht. Streichen ist irgendwie mal ein bisschen stupide. Hier können wir uns auch irgendwann mal einen Bunker bauen. Den wir dann verkaufen müssen. Keine Ahnung. Hier für das Apartment, was die ganze Zeit gebaut habe, und dann verkaufen. Könnt ihr auch einfach stehen lassen. Ab und zu mal besichtigen. Okay. Ist unmoralisch. Unmoralisch selber. Also da wer alles in weiß haben will.
das Spielbecken. Gasherd mit vier Brennern. Eine Gasflasche. Ein Hängeregal. Das muss eher hier hin. Ein Sofa. In der Küche. So schick ich auch das Esszimmer. Da werden sich alle in den Kopf stoßen. Ja. Muss zwar noch schwer hoch, aber kommt man noch. Nur nicht mehr runter. Ich stecke fest. Sehr scheiße. Wo stehen wir die jetzt hin, die Couch? Erstmal hier hin. Das kommt hier hin. Kommt das hier hin? Stellen wir das hier woanders hin. Den ganzen Kram räumen wir weg. Den wir nicht wegschmeißen durften. Stellen wir das hier erstmal in die Ecke. Schön gerade, wenn es geht. Ja, fällt mir gerade noch nichts ein, wo das hinkommt. Tisch soll hier noch was rein. Ihr habt Fantasien. Ein Stuhl. So, zwei. Ingolf. Und ein Hängeregal. So. Und so. Stößt sich der Kopf dran beim Sitzen. Das ist ja nicht mein Problem. Jetzt kommt das vielleicht mal hier oben drauf. Natürlich nicht. Man kann die Sachen natürlich nicht ins Regal legen. Wäre zu schön, wenn ein Regal als Lagermöglichkeit benutzt werden würde. Für Schraubenkisten zum Beispiel. Legen wir es auf den Tisch ab.
Mikrowelle kommt auf den Boden. Okay. Mein Favorit immer noch. In diese Wand. Da bräuchte man einen schönen Screenshot von. Jo. Hat jetzt eine Weile gedauert. Ist mir unklar, warum wir Bunkertüren in beide Richtungen öffnen können, wie Kneipentüren. Okay. Haben wir es fertig. Prozent erledigt, ja. Die Wand, die wir bunt gefärbt haben, die ist nicht. Die wird nicht mit abgerechnet. Gut. Ihr seht die Uhrzeit. Es ist Zeit, Schluss zu machen. Gut, na dann. Okay, dann hat mein Screen auch nach, mein Stream auch nachgeladen. Joa, na dann. Einmal speichern. Und ab ins Hauptmenü. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und danke übrigens für den Follow heute, The Human Rainbow, habe ich gar nicht mitbekommen, war wohl vor dem Stream, ist auf jeden Fall ein neuer Follower, neue Followerin. Willkommen in der Egglaudium Community. Ja. Ich muss mir nochmal irgendwann so einen catchigen Slogan einfallen lassen. Da war ich zwar nie so der Fan von, aber okay. Hatte ich noch nie, aber sonst, also ich meine, diese Begrüßungsslogan hatte ich schon immer, so ein, aber so ein, so wenn jemand neu followt irgendwie nicht, wo ich dann sagen kann, das ist hier willkommen im, in der Vorhölle irgendwie, das, dass man da irgendwie, was man da irgendwie sagen könnte. Fand ich nie wirklich authentisch, aber was soll es. Mir reicht mein seit gegrüßt, mein lieben Zwerge genommen Orbits und Eglodim. Was ich seit Jahren, seit meiner Anfangs-YouTube-Zeit, seit 2016 nutze. Das reicht mir als Marke. Gut, na dann, auf YouTube. Wenn ich das hier hochlade, Däumchen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren, Kommentare schreiben, schaut auf Twitch vorbei, da hast du mich regelmäßig live, da gibt es so tolle Sachen, momentan jeden Montag, jeden Sonntag, das hier, Ausflipper, könnte live zuschauen, ansonsten, ja, andere tolle Projekte, alle die auf Twitch sind, gerade zugucken, schaut auf YouTube vorbei, da gibt es noch mehr tolle Sachen. Joa. Na dann, ab in die Endcard würde ich sagen. Und bis morgen.